So, hallöchen, liebe Freunde. Schön, dass ihr wieder auf mich geklickt habt. Ich bin so ein Magashi mal wieder. Und ja, meine Haare werden immer länger. Die müssen jetzt demnächst mal wieder ab. Die nerven mich so langsam. Heute mal ein kleines Vlog. Vlog, wie man heutzutage sagt. Ja, habe ich noch nie gemacht, aber ich wollte jetzt einfach mal, weil es so gerade die Welle macht hier auf YouTube. Und zwar mit einer ganz wichtigen Thematik, die ich, wie ich finde, sehr wichtig ist auf jedem Kanal. Und zwar, was sind so eure YouTube-Gewohnheiten, was sind so eure Empfehlungen, was sind so die Top 5 der coolsten Kanäle, die ihr so abonniert habt. Und ich zücke jetzt einfach mal mein schickes Smartphone und stelle euch mal meine Top 5 mal so vor. Die sind nicht jetzt alle, also der fünfte ist nicht der schlechteste und der erste ist nicht der beste, die sind alle gleich gut, finde ich, die unterhalten mich alle auf die gleiche Art und Weise und insofern sind es halt einfach nur fünf. Ich fange jetzt einfach mal bei dem fünften an. So, was haben wir denn da? Genau, ein Kerl, den ich noch ziemlich neu abonniert habe, weil ich ihn einfach noch nicht kannte. Ich habe schon von ihm gehört, aber irgendwie, weil ihr kennt es ja, was weiß ich, ihr seid irgendwie in der Pause oder kurz morgens nach dem Aufstehen beim Kaffee trinken oder so, zückt ihr euer Smartphone und pendelt so ein bisschen auf YouTube rum und so, ach, euch ist langweilig, dann guckt ihr natürlich meistens die an, die ihr eh schon abonniert habt und sucht dann nicht ewig rum, was für ein Kanal könnte mir da wohl gefallen, und so ein Typ bin ich einfach. Und insofern habe ich denjenigen noch nicht so lange in meiner Abo-Liste, aber er ist echt cool, weil er ist echt natural, er hat sehr viele Facetten, das gefällt mir an ihm sehr gut, und das ist Flying Uwe. Er hat so ein paar schöne Videos zum Thema Ernährung, Fitness, aber auch ein bisschen Comedy mit dabei, ein bisschen Vlog dabei. Das allercoolste Video ever ist das Huan Day Video. Kann ich euch echt nur ans Herz legen, ist richtig geil, ist saukomisch, einfach auf seine Art und Weise, und er bleibt sich selbst treu, und das mag ich an YouTubern sowieso echt gern. Finde ich echt eine coole Sache. Wenn YouTuber sich nicht irgendwie verkaufen oder wenn sie sich nicht irgendwie kaufen lassen von irgendwelchen Firmen, zum Beispiel manche rezensieren dann irgendwelche, was weiß ich, Produkte oder so, und dann stellt sich raus, ja, die haben das Produkt von derjenigen Firma irgendwie geschenkt bekommen oder zur Verfügung gestellt bekommen, und dann rezensieren sie dieses Video irgendwie so in die Richtung, so das Produkt ist total cool, ja, und das mag ich gar nicht, ne? Also der Typ nimmt echt kein Blatt vor den Mund, er ist einfach Flying Uwe und das macht ihn extrem sympathisch. Er lädt nicht so oft Videos hoch, muss ich sagen, weil er anscheinend gerade eine ziemlich langsame Leitung hat. Ja, das war die Xbox. Und mit dieser Problematik, von dieser Problematik handelt natürlich auch das Huan Day Video. Also das müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken, das ist absolut mega geil. So, dann, was Gaming angeht, habe ich natürlich auch noch einen Favorite. Oder sagen wir mal eher so zwei Favorites. Der eine ist amerikanisch, englisch, whatever, keine Ahnung. Er hat so einen leichten russischen Akzent. Das ist auf jeden Fall mal Charboy HD. Ja, er macht einfach nur so richtig coole Battlefield-Verarschungsvideos, so funny Videos, funny Moments Videos, sage ich jetzt mal so. Und er lädt sehr, sehr regelmäßig Videos hoch. Es sind keine Let's Plays, es sind Let's Playmentaries, also beziehungsweise kurze Cutscenes von besonders witzigen Momenten, die ihm so mit seinem Kumpel Assi auf Battlefield 4 passiert sind. Die kann man sich auch echt angucken, wenn man jetzt nicht Battlefield zockt. Und insofern ist er echt der Typ für die leichte Gaming-Unterhaltung. Finde ich richtig geil, der Typ. Und ist auf jeden Fall mal ein Blick von euch wert. Wenn man ein bisschen Englisch kann, dann findet man den definitiv echt lustig. Dann natürlich noch ein sehr informativer Gaming-Video-Hersteller. Und man merkt wirklich, dass er sich sehr viel Mühe gibt in seinen Videos, wirklich super tolle Tutorials zu machen, das muss ich echt sagen. Er hat richtig coole Einblendungen immer, die lässt er sich bestimmt von was weiß ich was für Studios machen, keine Ahnung. Also auf jeden Fall super professionell, sehr gut recherchiert, und sein
sein Sprachstil gefällt mir ebenfalls. Also das ist wirklich ein richtig cooler Typ. Müsst ihr auf jeden Fall mal auch vorbeigucken, wenn ihr Battlefield 4 suchtet, so wie ich. Und der Typ heißt Mashed8 oder Mashed8.de. Auf jeden Fall, wenn ihr Battlefield suchtet, auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. So, jetzt kommen wir mal zu den richtig lustigen Typen. Also zu denen, die echt wirklich den Webvideopreis verdient hätten, meiner Meinung nach. Also wirklich über, was weiß ich, Haftbefehl oder irgend so ein Mongo steht. Ja, also wirklich jemand, der sich wirklich Gedanken macht, der mich noch nie so zum Lachen gebracht hat wie irgendein anderer YouTuber. Und das ist einfach Dr. Allwissend. Ja, also er hat schon zig Videos gemacht, er lädt relativ häufig Videos hoch, aber ich verzeihe es ihm, weil er wirklich sehr qualitativ hochwertige Videos postet, muss ich sagen. Und wirklich, Leute, bitte abonniert Dr. Allwissend, er ist wirklich zum Wegwerfen komisch einfach nur. Vor allem das deutsche Touristenvideo, ey, wenn ihr nicht möchtet, ja, also wenn ihr ihn nicht mögt, ja, und ihr jetzt sagt, nee, ist eigentlich gar nicht so mein Fall, dann guckt euch wenigstens das deutsche Touristenvideo an. Es ist der absolute Oberwahnsinn, wirklich. Also ich habe wirklich von Herzen gelacht, das ist ein saucooler Typ und bitte, bitte schenkt ihm ein Abo. So, bei wie viel bin ich jetzt eigentlich? 1, 2, 3, ja, die zwei, also Charbai und Mashed8, die werfe ich jetzt einfach mal in einen Topf, weil die beide von Battlefield handeln und wie gesagt, es muss ja nicht sein, dass ihr irgendwie Battlefield suchtet, insofern, ja, ich möchte euch ja empfehlen, ich möchte, dass ihr auf die Leute einen Blick drauf werft und insofern, ja, so, dann kommen wir natürlich zur Königin von YouTube, also zum Beispiel, also zumindest was das deutsche YouTube angeht, jemand, der, ich glaube, am meisten Zeit mit YouTube verbracht hat, der wirklich alle zum, die wirklich alle zum Lachen bringt und wirklich Comedy in den unterschiedlichsten Facetten macht. Also wirklich super in Szene gesetzt und wenn es trashig ist, dann ist es halt richtig trashig, aber sie kann mit so wenig so viel machen, ja, und vor allem ihre Hörspiele sind der absolute Oberhammer, also es gibt sie als Audioformat, es gibt sie als Videoformat, so mit Ausschnitten aus Harry Potter und das ist einfach Cold Scheiße. Das ist einfach Cold Mirror, ja, ihr müsst unbedingt Cold Mirror abonnieren, ich denke mal, es gibt wenige, die das noch nicht getan haben, ich meine, sie hat immerhin 606.531 Abonnenten. Ich denke mal, ihr werdet schon zumindest von ihr gehört haben, aber wenn ihr es nicht habt, dann bitte sofort ein Abo rausschicken. Diese Frau ist absolut genial, ja. Also ihr müsst sie abonnieren, das befehle ich euch, ja. Sie ist wirklich die Königin vom deutschen fucking YouTube. So, 1, 2, 3, 4, ja, okay, ich mach doch noch ein paar. Scheiß auf die 5, es sind jetzt einfach nicht 5, das sind jetzt so viel, wie ich jetzt einfach sag, dass es ist, so. Okay. Ich habe in meinem 100-Abonnenten-Special einen kleinen Cut gemacht, ja, wo ich mich mit dem Rollputz rasiere und danach habe ich einen Spruch rausgelassen, den vielleicht einige nicht begriffen haben und der lautet, Ben Lexer, ich feier dich übel, und zwar handelt diese Art von Comedy ist eine kleine Hommage, sage ich jetzt mal so. Die kleine Art von Comedy, die ich in meinem 100-Abonnenten-Special gemacht habe, die war eine Hommage an diesen Typen, an diesen YouTuber, der sehr selten Videos hochlädt und der einen sehr obskuren... So, Spucke, runtergeschluckt, so, jetzt kann ich weiterreden. So, wo war ich stehen geblieben? Ja, genau. Der Typ, der sehr obskure Comedy macht, es ist nicht jedermanns oder jeder Fraus Geschmack, aber werft einfach mal einen Blick auf ihn und ich meine, er hat immer gesagt, jetzt hör doch auf, die ganze Zeit in den scheiß Energiesparus zu gehen, dreckige Hure! So, okay. Ja, das musste einfach kurz raus. Ich komme gerade von Arbeiten und bin ein bisschen geladen, Elster. So, okay, also folgendermaßen. Anlauf Nummer 3. So, Take 3. So, wo war ich stehen geblieben? Genau, Typ, obskure Comedy, ihr abonnieren oder beziehungsweise auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Und das, hörst du auf? Das ist Ben Lexer, ja, Benlaxer. X-E-R.
Ben Lexer, du hast mich auch abonniert, falls du zuguckst. I love you! Der Typ ist wirklich echt lustig, vor allem der Doppelmupp. Ja. Guckt euch, auch wenn das nicht euer Fall ist, ja, wenn euch sein Style nicht gefällt, dann guckt euch bitte das Doppelmupp-Video an. Ja, es ist wirklich absolut obergeil. Es ist eines der coolsten Videos ever. Weil es einfach so anders ist, weil es einfach so trashig ist und deswegen bitte, bitte, bitte sofort abonnieren. So, jetzt habe ich hier natürlich noch einige Leute, wo ich sagen muss, okay, rest in peace, ja, die aus irgendeinem Grund keine YouTube-Videos mehr posten. Okay, ich bin jetzt auch nicht gerade der König, was die Menge an Videos betrifft, die ich auf YouTube poste, aber ich sag mal so, die könnten schon mal was tun, ja, wo sie eigentlich echt gut sind, deswegen frage ich mich. Das ist auf jeden Fall der Schmanko, das ist in Wirklichkeit ein deutscher Comedian, der nennt sich Serdar Sumunchu, ja, Serdar Sumunchu, und sein Kanal lautet Schmanko. Ja, also wenn ihr mein Humor so ein bisschen feiert, dann ist der Typ euer König, ja, also der ist der absolute Gigant, was das Abstrakte angeht, was Beleidigungen, was Hassreden angeht, was Ausflipper angeht. Er kotzt wirklich. Er ist Türke, ja. Er kann alle beleidigen, ja. Er kann Moslems beleidigen, Juden beleidigen. Es ist scheißegal. Er ist Türke. Er hat die Freikarte zum Beleidigen. Und das ist halt geil. Ich würde es auch gern machen. Ich würde auch gern über Gott und die Welt herziehen. Aber ich darf es nicht. Ich bin Deutscher. Ich darf überhaupt gar nichts. Und insofern, ja, solltet ihr auf jeden Fall mal auf Schmankos Profil einen Blick drauf werfen. Dann Björn von YoTube, ja, ist auch so ein Fall. Er hat mal ganz coole Videos gemacht, aber jetzt ist er irgendwie tot, keine Ahnung. Julians Blog natürlich, klar, habe ich auch schon in einigen meiner Videos erwähnt. Julian, kam aber jetzt auch nichts mehr von ihm. Leider, ich fand seinen Humor auch sehr cool und ich frage mich, warum da nichts mehr kommt. Schade, also, was ich nicht glaube, aber Julian, wenn du zuguckst, dann bitte lad mal wieder was hoch. So, was haben wir denn hier noch? Ja, das war's. Also, ich habe schon ein paar noch auf Lager, aber die sind nicht so gut, dass ich sie jetzt hier erwähne, beziehungsweise sie haben Potenzial und werden jetzt demnächst bestimmt recht gut werden. Aber das ist ja das erste Video, was ich zu dem Thema mache und ich möchte euch jetzt nicht mit irgendeiner Scheiße zuspammen, sondern ich möchte euch jetzt einfach mal so die besten, ja, die wirklich lustigsten und geistreichsten YouTuber so empfehlen, dass ihr mal einen Blick auf die werft, weil die haben definitiv mehr Abos verdient, obwohl sie schon einige haben, obwohl sie schon tausendmal mehr haben als ich, aber trotzdem wollte ich das jetzt einfach mal loswerden und schön, dass ihr es bis hierher geschafft habt. Mal wieder, und ich denke, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir ruhig in die Comments oder falls euch noch weiteres von mir interessiert. Wie gesagt, mein YouTuber-Zimmer ist jetzt hier fertig. Schade, dass man es nicht sieht, aber hier oben sind noch ein paar Requisiten aus der Gaming-Szene aufgehängt. Ich denke, ich sollte sie etwas tiefer aufhängen, damit man sie in der Kamera auch sieht. Ja, also hat Spaß gemacht, das Video ist, ich könnte mir vorstellen, öfter solche Videos zu drehen. Ich habe jetzt eine Kanalfusion vorgenommen, wie ihr ja wisst. Und insofern, ja, ich denke mal, da wird noch einiges in der Thematik kommen. Ich habe schon einige Videos noch im Kasten, aber das werde ich jetzt als erstes hochladen, weil es am leichtesten zu schneiden ist und am leichtesten zu produzieren ist. Also insofern, Vlogs sind eigentlich echt ganz cool. Werde ich ein paar mehr von machen. Okay, also haut da rein. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Zocken. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und haut da rein. Bis zu meinem nächsten Video. Boah!